Welche Mannschaft schafft es in der Champions League Gruppe A Schritt zu halten mit Titelverteidiger Borussia Düsseldorf, der an diesem Wochenende die Tschechen von Friedek Mistek 3:0 und das ohne Satzverlust besiegte? Das entscheidet nun die Partie zwischen Kim Song-hui auf Seiten des schwedischen Clubs aus Kalmar und Wladimir Samsonov, dem für den belgischen Meister Charleroi spielenden Weißrussen. Und man sehe und staune vielleicht ein bisschen, Kim Song-hui führt in diesem ersten Durchgang mit 14:10, jetzt noch mit 14:11 der Nordkoreaner. Bei diesem Spielstand von 2:2 jetzt natürlich alles möglich. Da spielt nicht nur die Tagesform, da spielen auch die Nerven eine große Rolle. Wenn es das Auftaktmatch gewesen wäre, hätte ich gesagt, keine großen Chancen für Kim Song-hui, der zwar ein sehr, sehr guter ist, aber Samsonov dafür eigentlich taktisch zu beschlagen. Aber da es das letzte und alles entscheidende Einzel in diesem Match ist, wage ich da keine Prognose mehr. Ja, da hat er ihn ganz toll ausgetrickst, Kim Song-hui. Eine Variante, die immer wieder zum Erfolg führt im Weltklasse-Tischtennis. Der lange, schnelle Aufschlag in die lange Vorhand des Kontrahenten. Der Samsonov ist ja nur einer von vielen, weit in der Rückhandseite steht, um die Vorhand zu umlaufen. Taktisch wieder sehr, sehr geschickt gespielt von Kim Song-hui. Und Rückschlagfehler von Wladimir Samsonov, der seit diesem Sommer ja verheiratet ist mit einer Kroatin. Und das Gefühl, Champions League Sieger zu sein, ja bereits kennt. Sie wissen es sicherlich. Er war einer der drei aus dem Erfolgstrio von Borussia Düsseldorf in der vergangenen Saison. Und alle drei, nämlich neben Samsonov, auch Jörg Roskopf und der Japaner Koji Matsushita, haben die Rheinländer verlassen. Das hat sich in der Bundesliga ziemlich stark niedergeschlagen. Borussia Düsseldorf nur Siebter. Das hat sich auch in Pokalen niedergeschlagen. Die Düsseldorfer bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Aber in der Champions League, da halten sie die Fahne hoch. 2:3:0 Siege zum Auftakt. Also da muss man weiterhin mit dem Titelverteidiger rechnen. Ja, und das auch wieder fantastisch gespielt von Kim Song-hui mit 32. Das muss man immer wieder sagen, verfügt er nach wie vor über eine fantastische Beinarbeit, unglaublich schnell. Und das macht Samsonov ganz schön zu schaffen. Da schaffen nicht viele den 23-jährigen Weißrussen so von einer Ecke in die andere zu jagen. Aber es bleibt eng, 16-18 aus der Sicht von Samsonov. Und auch das kann Kim Song-hui mitspielen und mit seiner Rückhand vollenden. Wir haben es schon in seinem ersten Einzel gesehen gegen Zoran Primorac. Immer wieder punktet er mit seiner Rückhand. Und das ist ein großer Vorteil als Penholder-Spieler. Das ist nämlich nicht seine große, große Schwäche, wie man es bei vielen gewohnt ist, selbst bei Spitzenspielern, sondern er ist in der Lage, auch mit der vermeintlich schwächeren Seite großartige Punkte zu erzielen. Und jetzt scheinen zumindest alle Vorteile bei dem Nordkoreaner zu liegen. 19:16 und eigener Aufschlag, aber was für ein Return von Wladimir Samsonov.
hervorragend gelesen. Nicht nur den Aufschlag, sondern auch das, was der Gegner wohl vorhaben würde. Kim Song-hui hatte bereits sich in die Rückhandecke orientiert. Aber den nächsten Punkt macht wieder der Nordkoreaner zum 20:17. Drei Satzbälle also für Kim Song-hui. Den ersten, den wehrt Samsonov souverän ab. Den zweiten mit etwas Glück, nämlich mit Hilfe eines Netzrollers. Und jetzt hat Kim Song-hui nur noch einen. Riskiert das jetzt bei einem Aufschlag? Das ist die Frage. Schlägt lang auf, großes Risiko von den Nordkoreanern, aber er wird dafür belohnt. Und auf diesen letzten Punkt, den hat er wieder mal seiner fantastischen Beinarbeit zu verdanken. 21:19 für Kim Song-hui, gewinnt den ersten Satz gegen Wladimir Samsonov. Und wir machen einen Sprung in den zweiten Durchgang. 14:16 bei Aufschlag des Nordkoreaners. Alles offen also in diesem zweiten Durchgang. Und der Mann aus Asien gar nicht so weit vom Sieg gegen Samsonov entfernt. Und das wäre tatsächlich eine Sensation, wenn Kalmar ohne einen Punkt von Jan-Uwe Waldner Schalwa besiegen könnte. Ja, den holt er sich ganz locker ab. Kim Song-hui. Aber den nächsten Punkt macht dann wieder Wladimir Samsonov. Ja, wer schafft es, Schritt zu halten in dieser Gruppe mit Borussia Düsseldorf, weiter ungeschlagen zu bleiben? In der anderen Gruppe, in der Gruppe B, sind es zwei Mannschaften, nämlich Vorjahresfinalist SVS Niederösterreich. Nach 0:2 gewannen die Österreicher doch noch 3:2 gegen den deutschen Meister TTF Ochsenhausen. Und die Mannschaft, die neben Charleroi der große Favorit ist in dieser Saison in der Champions League, der TTC Zugbrücke Grenzau. Auch erfolgreich an diesem Wochenende, und zwar mit 3:1 gegen die Franzosen aus Levallois. Den musste er ja auch machen, Kim Song-hui. Ich glaube, das wäre in dieser Partie sein Todesurteil gewesen. Ja, was heißt in der Partie zumindest in diesem Satz? Wollen wir nicht, mal nicht übertreiben. Aber da ist natürlich ganz viel Konzentration gefordert, weil die Bälle mit extrem viel Effi ganz, ganz hoch abspringen. Und der Allergrößte ist Kim Song-hui nun auch nicht. Mit seinen 1,73 Meter, im Gegensatz zu dem Tischtennis-Hünen Wladimir Samsonov, der jetzt zwei Satzbälle hat, zwei Möglichkeiten zum Ausgleich in dieser Partie. Aber die erste nicht nutzen kann, weil es Kim Song-hui mal wieder sehr intelligent gemacht hat. Ein Penholder-Spieler, der von Taktik, vom guten Verteilen der Bälle lebt. Das sieht man nicht alle Tage, und darum ist es umso interessanter, ihn zu beobachten. Und ein
einer, der es immer wieder schafft, aus der Defensive in den Angriff umzuschalten. Da hatte ihn Wladimir Samsonow auf der Rückhand festgenagelt, aber Kim Song-hui schafft es, sich rechtzeitig, genau zum richtigen Zeitpunkt zu drehen, mit der Vorhand gegenzuziehen und dann selber die Initiative in den Ballwechsel zu übernehmen. Zwei Satzbälle hat er jetzt abgewehrt, der Nordkoreaner. Und der Druck auf Wladimir Samsonow steigt. Er muss diesen Satz gewinnen, das er nochmal betont, um das gesamte Match zwischen Kalmar und Schalroa offen zu halten. Und er gewinnt ihn auch mit 21:19. Zu schwach, der Return von Kim Song-hui. Und sofort die Gelegenheit genutzt von Wladimir Samsonow. 21:19, 19:21 aus der Sicht von Kim Song-hui. Und er baute dann im dritten Durchgang erstmal kräftig ab. Sie sehen es, 15:7. Die Führung für Wladimir Samsonow, der Aufschlag hat. In diesem dritten Durchgang scheint es dann doch noch eine ganz, ganz klare Sache zu werden für den Europameister von 1998. Der ja auch schon mehrere Male die Nummer 1 in der Weltrangliste war. Aber das Jahr 2000 war nicht unbedingt sein Jahr bei den Europameisterschaften in Bremen. Im Frühjahr, da schied er früh aus gegen den Russen Maxim Schmyriev. Eine Olympiamedaille blieb ihm bei seinem zweiten Anlauf ebenfalls versagt. Und deshalb ist er in der Weltrangliste auch peu à peu etwas nach unten gerutscht. Inzwischen nur noch in Anführungsstrichen Siebter. Aber die Partie scheint er inzwischen im Griff zu haben. Zwei ganz ausgeglichene Sätze. Aber jetzt 18:8 die Führung für Wladimir Samsonow. Da muss also noch was ganz Großes passieren. Ansonsten hätte sich der große Favorit am Ende dann doch noch durchgesetzt. Aber so ganz scheint sich Kim Song-hui doch noch nicht aufgegeben zu haben. Egal wie nun dieses Spiel ausgeht, seine Leistung überzeugend, an ihm liegt es nun wirklich nicht, wenn Kalmar diese Partie doch noch verliert. Die große Enttäuschung, man muss es leider so sagen, an diesem Abend. Der Spitzenmann von Kalmar, Jan-Ove Waldner. Und er, Wladimir Samsonow, könnte zum Matchwinner werden. Schließlich hat er auch schon Waldner besiegt. Und in dieser Partie geht es nun darum, wer es als einziger Spieler schafft, beide Einzel zu gewinnen. In dem Spitzenspiel Kalmar gegen Schalroa. Der Vorsprung schrumpft von Wladimir Samsonow. Er scheint noch relativ komfortabel, aber da hat man schon vieles erlebt im Tischtennis. Die nächsten Ballwechsel werden es zeigen. Da hat das wieder versucht, Kim Song-hui. Hat auch zunächst geschafft, aus der Defensive mit seiner Vorhand ins Spiel zu kommen, aber dann macht er doch den entscheidenden Fehler. Und nun hat er 7 Matchbälle, Wladimir Samsonow. Und das lässt er sich nicht nehmen. 21:13, im dritten Durchgang war es dann doch eine relativ klare Sache. Und Royal Viet Charleroi wird seiner Favoritenrolle dann doch noch...